Hey Leute, ich bin's wieder, Ali. Im letzten Part, da sind wir über einen Bananenschall ausgerutscht. Und jetzt schauen wir doch einmal mal, wie es weitergeht. Ich werde diesen Dialog einfach skippen, weil wir das bereits kennen. Das dauert eine Weile. Bitte bleiben Sie dran. Jetzt im Ernst, komm, beeil dich mal. Weniger reden, mehr aufhören. Jetzt zeigt er uns, wo der... Moment mal! Als wir diese Szene zum ersten Mal gesehen haben, da waren Fassad und der Affe nicht vor dem Brunnen. Die standen da nicht. Da bin ich mir sicher. Hey, und wir sind mit das auch nicht nach oben gegangen. Wir sind zum Brunnen gegangen, um zu schauen, wie viel Geld da drin ist und haben es wieder zurückgelegt. So ein Fake! Und Fassad lacht sich nass, damit nur weil ihm gezeigt hat, wo das Geld ist. So, wir gehen zum Yado Inn. Das ist sowas wie ein Hotel im Western. Gut. Dann würde ich sagen, wir mieten uns mal einen Raum. Wie viel würde ein Raum hier kosten? Kosten? Hier gibt es kein wie viel. Bleib einfach über Nacht hier. Oh, ich verstehe. Trotzdem. Es ist schwierig, Sachen mit sich zu tragen. Okay, beim ersten Augenblick habe ich gedacht, ist Fassad entweder nett geworden oder ist er wirklich zu blöd und... Obwohl, die Dorfbewohner, die können ja mit dem Geld gar nichts anfangen, also macht das auch keinen Sinn, wie ich das bereits erwähnt habe. Gut. Ups, ich habe das Falsche gedrückt. Nee. Hey, habt ihr das gesehen? Hier sind überall Zeugen, die müssen das gesehen haben. Du meine Güte, was war das denn? Oh, es ist nichts. Er muss wohl müde von unserer Reise sein. Nun, wenn Sie uns entschuldigen, komm, kleine Salze, wir gehen in unseren Raum. Und was, wenn ich mich verärgere? Schon mal daran gedacht? Du denkst nie über meine Gefühle nach. Das ist Desmond Village, jeder ist nett. Tja, Moment mal, was passiert eigentlich, wenn ich einfach rausgehe? Das habe ich ehrlich gesagt noch nie... Ah, okay. Das beantwortet meine Frage. Okay, dann haben wir wohl keine andere Wahl als... War der im Raum 2 oder... Nee, hier war der... Hey, hast du das gesehen? Tessie, hast du das gesehen? Das musst du gesehen haben. Oh, guten Abend. Pff, ihr seid doch alle blind. Du wirst hart für mich arbeiten. Morgen geht's los. Nun geh schlafen. Okay, der liegt aber komisch auf dem Bett. Vielleicht hat es ja einen religiösen Hintergrund, wer weiß. Hey, wir dürfen auf dem Boden schlafen. Ist ja sehr komfortlich. Aber okay, ist ja nur ein Affe. Obwohl, nein, es ist nicht nur ein Affe, es ist Salsa. Salsa ist nett im Gegensatz zu Fassad. Aber Fassad hat einen Bart und erinnert mich an Mario. Naja, an einen bösen Mario. Nein, nicht Wario. Wario sieht anders aus. Okay, Fassad ist weg und wir können jetzt auf dem Bett schlafen. Nein, können wir nicht. Wir sind zu klein. Aber vielleicht wäre es eine gute Idee zu speichern. Gut. Heißt das, Fassad ist jetzt weg? Heißt das, wir sind frei? Lasst uns fliehen. Wir können jetzt zu Flint und Lukas. Die wohnen da und... Hä? Seid ihr im Oso-Kessel angekommen? Gut. Wartet dort, bis es soweit ist, und dann stürmt den Platz. Hier verläuft alles reibungslos. Ah. Was? Du hast in der Nähe des Schlosses jemanden gesehen? Das ist alles nur gesehen? Dann lass ihn doch. Bestimmt ist das irgend so ein betrunkener Dorfbewohner, der sich verlaufen hat. Hm? Er hat eine Gehbehinderung? Ich glaube, ich habe den gesehen. Hat der Typ vielleicht braune Haare, einen ernsten Blick, Mundgeruch und sieht irgendwie aus wie ein Rumtreiber? Ja, mach dir keine Sorgen wegen ihm. Ja, okay. Ihr erledigt das. Seid achtsam. Aha. Aha. Er war also derjenige, der das Geld geklaut hat. Naja, wieder... Mist! Hat er uns etwa entdeckt? Ja. Denkst du wirklich? Du kannst einfach so vor mir weglaufen? Und genau deswegen bist du so ein dummer Affe. Lass es mich nicht ein weiteres Mal sagen. Geh in deinen Raum und schlaf. Arsch. Geh mir nicht weiter auf den Zeiger. Was soll der Blick? Lache! Tja. Aber du weißt schon, wenn du wirklich weglaufen wolltest, es gibt intelligentere Wege, damit klarzukommen.
Versuch dich entweder zu verstellen, oder du sagst einfach gar nichts. Naja, ich denke, Affen sind einfach nicht intelligent genug für sowas. Hey, für einen Affen bin ich relativ schlau. Salza hat einen Traum. Er erinnert sich an die erste Begegnung mit Fassad und wie seine Freundin entführt wurde. Selbst im Traum wird ihm ein Stromschlag verpasst. Das würdet ihr bitter bereuen. Bitter! Wie oft hat er uns eigentlich schon einen Stromschlag verpasst? Hat das jemand nachgezählt? Wehe! Da hast du uns aber nett aufgeweckt. Wie lange willst du eigentlich noch schlafen, du dummer Affe? Hör zu! Mach einfach einen auf glücklich bei deinen Tricks. Dein bescheuertes Hüpfen soll die Dorfbewohner, naja, verzaubern. Wenn du deinen Job gut machst, lasse ich dich frei. Ich gebe dir selbst deine Freundin wieder. Doch, wenn du versuchst, das Publikum zu langweilen, dann gibt es eine extra Strafe für dich. Hast du verstanden? Wow, wir müssen nicht mehr Ja oder Nein drücken. Gut, laufen wir einfach mal raus und sehen, was er mit uns vorhat. Ja, schönes Wetter. Ich glaube, irgendjemand von denen gibt uns was zu essen, wenn wir tanzen. Hast du gegessen? Nein, ich will essen. Egal, vergessen wir es. Oh, hier scheint was los zu sein. Kommt alle zusammen! Kommt alle her, Bewohner von Tess Millie! Ich gratuliere euch für die harte Arbeit, die ihr jeden Tag vollbringt. Lachen! Ich bin hergekommen, um euch was Wundervolles zu berichten. Über Glück. Blauer Himmel, weiße Wolken, freigebige Saaten, starke Tierhaltung, glückliche Familien und nette Nachbarn. Das Dorf ist gefüllt mit so vielen wundervollen Sachen. Aber etwas fehlt. Es ist der kleine Hauch von Unsicherheit, den wir jeden Tag spüren. Sollte das wirklich so weitergehen? Sollte unser Leben nicht bequemer und erfreulicher sein als unser jetziges? Es ist ja natürlich, diesen Verdacht zu umgehen. Merkwürdige Tiere, die wir bislang noch nie gesehen haben, wandern nun im Wald herum. Und riesige, ballonartige Objekte umgeben unseren Himmel. Was ist nur los? Was passiert mit der Welt, in der wir leben? Und das ist nicht alles. Das ist noch lange nicht alles. Den Worten des Windes zufolge, in naher Zukunft werden Blitze den Wald und das Dorf bedrohen. Oh, das hat dich wohl zum Lachen gebracht, was? Du dachtest bestimmt, ach komm, sowas wird ja nie passieren. Ich bin mir sicher, das wird bald Realität sein. Die ganzen Leute gehen einfach weg. In diesen Zeiten ist es doch der Wunsch des Menschen, glücklich zu sein. Mit einem Lächeln im Gesicht zu leben. Aber ich habe gute Nachrichten für euch. Heute ist euer Glückstag. Glück könnt ihr jetzt ganz einfach erlangen. Schaut mal her! Selbst mein kleiner süßer Salzer tanzt voller Glück! Seht ihr, der Grund dafür ist, dieser Affe hier hat einen Vorsprung fürs Glück erzielen. Wow, Fassad, du beeindruckst die Dorfbewohner ja so sehr. Wir fragen uns, wie genau konnte der kleine Salzer so schnell glücklich werden? Alle, die interessiert sind, meldet euch! Wer will glücklich sein? Wow, vier Leute, Okay, kleiner Salzer. Geh und frag die netten Leute nach ihrem Namen. Mein Name ist Abbott.
Begeistert sammle ich Dinge, seit ich ein kleiner Junge war. Schwer zu erklären. Ich sammle einfach irgendwelche Dinge. Das macht mich glücklich. Ich möchte auch sehen, wie Glück aussieht. Ich bin Abby. Ich respektiere meinen Ehemann Abbott. So viel Glück kann ja wohl nicht schaden, oder? Ich bin Biff. Ich weiß zwar nicht, was das Ganze für einen Sinn macht, aber ich probiere es einfach mal aus. Ich bin Isaac. Ich will nur schauen, ob es wirklich so einfach ist, Glück zu erfassen. Ihr alle! Wenn nur noch jemand mitmachen würde, dann wäre alles in Ordnung auf dieser Welt. An die Leute, die sich nicht gemeldet haben, überlegt es euch nochmal. Und wenn ihr euch anders entscheidet, könnt ihr jederzeit zu mir kommen. Gut, wir kommen zum Ende der Show. Möge Glück das Dorf bereichern. Für uns ist die Show auch erstmal vorbei, also bis zum nächsten Mal.